Österreich 1, danach. Eins, stille Nacht. Vorhang auf für eine neue Bühne. Das Kabinetttheater der Puppenspielerin Julia Reichert eröffnete gestern Abend in der Wiener Porzellangasse unweit des Schauspielhauses. Natürlich mit einem ungewöhnlichen Programm, mit Hugo Balls Krippenspiel, ein poetistisches Konzert, den Evangelientext begleitend. Zwei, der Stall. Das dadaistische Krippenspiel als poetische und minimalistische Essenz von Weihnachten. In dem loftartigen Raum in der Wiener Porzellangasse wird simultan auf zwei Puppentheaterbühnen gespielt. Silhouetten, gemalte Hintergründe, zauberhaft gezeichnet, ziehen da vorbei. Das heilige Geschehen, der Stall, der Komet, die heiligen drei Könige werden lautmalerisch verdeutlicht. 1916, mitten im Sommer und mitten im Ersten Weltkrieg, wurde das Krippenspiel von Hugo Ball, Hans Arp, Tristan Tzara und Emmy Hennings im Züricher Cabaret Voltaire zum ersten Mal gegeben. Julia Reichert. Wir haben das gelesen und haben synchron, das heißt ja auch poetisches Krippenspiel, den Evangelientext begleitend, Poème simultan. Sie haben also den Evangelientext gelesen und darüber gelegt sozusagen ihre dadaistische Geschichte, die im Grunde eine Öffnung des Lauthorizontes ist. Der vom Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Wolfram Berger steuert Lärm und Laute zu dem Krippenspiel bei. Er selbst ist ein glühender Hugo Ball-Anhänger. Naja, die Dadaisten haben ja auch ihr Jahr gelebt und haben auch Weihnachten miterlebt. Und Hugo Ball ist ja bekanntlich in seinen letzten Jahren, hat er sich auch sehr mit der katholischen Mystik beschäftigt und hat auch erzählt, dass er Kindheitserinnerungen hatte, die sehr stark auch mit der Kirche zu tun haben. Und wahrscheinlich auch deswegen kam auch seine Idee für dieses Krippenspiel. Julia Reichert, die nun mit ihrem Team um Christoph Wiedauer in Wien einen Platz gefunden hat, wo sie ihre Puppen- und Figurentheaterprojekte mit literarischen Texten von Konrad Beyer bis Friederike Mayröck entwickeln kann, hat sich die Arbeit an dem erst 1986 aufgefundenen dadaistischen Krippenspiel von Hugo Ball einfacher vorgestellt. Denn es sind so viele Klischees in unseren Köpfen, die man erstmal ausräumen muss und dann, wenn alles ganz leer ist, dann muss man vielleicht das ein oder andere Bild einfach wieder einsetzen. Und diese ganzen Geräusche, auch zum Beispiel die dämonische Kraft, wenn der Engel mit Propellergeräusch ankommt, der kommt ja wirklich an und bei Hugo Ball zerplatzt da alles. Parlez-vous français, monsieur? Das Jesu-Kind ist im Kabinetttheater nur an seinen Füßen erkenntlich und an seinen Lauten. Auf der anderen Bühne wird allerdings schon das Kreuz aufgestellt. Im Publikum saßen bei der gestrigen Wiener Premiere des Kabinetttheaters viele Freunde und Fans von Julia Reichert, unter ihnen der Autor Peter Rosey, die Malerin Maria Lasnik und der Schriftsteller Gerhard Rühm, der schon ein Stück für Julia Reichert geschrieben hat. Man schwankt ein bisschen hin und her natürlich zwischen diesen zwei Empfindungen. Ne? Es ist so ein bisschen ein Wechselbad. Ne? Zwischen dem, was man landläufig unter Anführungszeichen, unter drei Anführungszeichen als Weihnachten bezeichnet und dem aggressiven Vorgehen vom Ball gegen die Verkündigungsreligion und die Wahrheitsanspruch eben anmelden. Ne? Erscheinungen, die wir heute ja auch kennen noch. Ne? Fundamentalismus gibt es heute auch. Ja. Das war einfach köstlich. Es war eine Überraschung. Jedes Mal war man wieder überrascht. Die Illusion, die so direkt ist, fangen sie durch den Rühm. Ich fand, das war wirklich mit sehr viel optischer Fantasie, die wir ja von der Julia Reichert schon kennen, nämlich nicht diese, was ihr, lässt sich ja für jedes Stück was anderes einfallen, und das optisch fand ich das also außerordentlich reizvoll, die ganze Sache, wie sie das umgesetzt hat. Blasphemisch finde ich es überhaupt nicht. Es ist ja so, dass man ja sowieso das Ganze sowieso ein Märchen. Hugo Ball. Es berichtete Gernot Zimmermann.